liebe Reisemobilfahrerinnen und Fahrer. Eigentlich sollte man sich Zeit lassen, wenn man mit dem Camper in Urlaub fährt. Der Weg ist das Ziel. Manchmal gibt es aber auch gute Gründe, sich etwas flotter vorwärts zu bewegen. Wie jetzt bei mir. Für meinen Weg von Hamburg nach Portugal habe ich nur eine knappe Woche Zeit. Also habe ich mir die kürzeste Strecke ausgesucht und die geht leider immer wieder über Paris. Im folgenden Video zeige ich euch die Übernachtungsplätze an der Route, die ich ausprobiert habe. Und dieses Mal habe ich auch Campingplätze gewählt, außerhalb der Hochsaison durchaus bezahlbar. In einem weiteren Film möchte ich euch die Angst nehmen, durch Paris zu fahren. Es ist gar nicht so schlimm, wie ihr sehen werdet, wenn man ein paar Dinge beachtet. Wenn ihr also Lust habt, begleitet mich gerne. Viel Spaß! Nach der ersten Nacht bei Freunden in der Nähe von Wuppertal starte ich am nächsten Tag bei lausigem Regenwetter. In Belgien lockert es auf und in Frankreich scheint schließlich die Sonne. Feuillères liegt rund 150 Kilometer nördlich von Paris und nur ein paar Kilometer von der Autobahn A1 entfernt. Optimal für einen Stopover. Der Campingplatz am Canal de la Somme macht einen gepflegten Eindruck. Die Stellflächen sind von hohen Hecken umgeben und es gibt sogar ein ganz ordentliches Restaurant. Dafür hat sich der Platz ein sehr empfehlenswert verdient. Ja, und da man von diesem Platz aus die Tageszeit für die Paris-Durchquerung optimal planen und eingrenzen kann, gestaltet sich die heutige Durchfahrt völlig unproblematisch. Erstaunlich, mit 90 Kilometer pro Stunde geht es hier weiter. Bisher fließt der Verkehr sehr gut. Ja, das war's. So, Paris habe ich jetzt hinter mir. Das ging erstaunlich gut. In einer Dreiviertelstunde war ich durch. Nun war heute Samstag. Ich bin in der Mittagszeit gefahren. Das war offensichtlich optimal. Ja, jetzt habe ich die ersten 1000 Kilometer von Hamburg aus hinter mir. Bordeaux ist jetzt noch ungefähr 400 Kilometer weit. Ich muss mal sehen, wie weit ich heute noch komme. Schauen wir mal. Ich überquere die Loire und biege bei Niort. 180 Kilometer nördlich von Bordeaux von der Autobahn ab. Leider ist der zentrale Stellplatz beliebt und belegt. Camperkontakt zeigt mir einen Campingplatz um die Ecke. Ein Glücksfall, denn hier fühle ich mich gut aufgehoben. Gepflegte Sanitäranlagen und viel Platz. Ich verbringe eine angenehme Nacht, deshalb sehr empfehlenswert. Am nächsten Tag geht es Richtung Bordeaux und ich überquere die Dordogne. Ich bin jetzt südlich von Bordeaux, circa 50 Kilometer vor der spanischen Grenze. Es scheint die Sonne, es sind 27 Grad und ich habe beschlossen, zwei Nächte hier an der französischen Atlantikküste zu bleiben. Ich habe einen neuen Stellplatz herausgesucht in der Nähe von Messanges. Ich bin da noch nie gewesen, ich werde berichten. Messanges liegt rund 80 Kilometer vor der spanischen Grenze. In Dax fahre ich von der Autobahn ab und durchquere kilometerlange Wälder. Messanges gehört zur Stellplatzkette Pass Etappe. Die Karte wird am Eingang ausgestellt und berechtigt zur Ein- und Ausfahrt, wenn sie mit einem Guthaben ausgestattet wird. Zur Hochsaison steht man hier eng und Strom gibt es nur an der Entsorgungsstation. Deshalb hier nur ein bedingt empfehlenswert. Schön ist allerdings der relativ kurze Weg zum Strand, über einen kleinen Dünengürtel hinweg. Hier gibt es ein gut besuchtes Restaurant und für die Jahreszeit ist hier erstaunlich viel los. Weiter geht es bei ungemütlichem Wetter. Teilweise blickt man auf den Atlantik. Hinter San Sebastian geht es richtig in die Berge. Bei diesen kühnen Brückenkonstruktionen muss ich unwillkürlich an Genua denken.
Schließlich unterqueren wir noch durch einen langen Tunnel den Hauptkamm und dann, welch ein Wunder, scheint die Sonne. Ihr habt ja nun gemerkt, dass ich doch nicht in Südfrankreich geblieben bin. Das Wetter war einfach zu schlecht. Ich bin inzwischen über die spanische Grenze gefahren, durch Regenschauer über die Cordilleren und befinde mich jetzt kurz vor Burgos. Jetzt beginnt die lange öde Fahrt durch das spanische Inland. Ich habe mir als nächstes Ziel einen Campingplatz kurz vor Salamanca ausgesucht. Das sind jetzt noch 300 Kilometer bis dahin. Ich bin gespannt, wie es dort aussieht. Lasst euch überraschen. Pedro Silvio El Ralo heißt der kleine Ort neben der Autobahn und Olympia der Campingplatz. Der Name hält, was er verspricht. Es gibt ein kleines Café und alles ist tipptopp. Strom und Wasser gibt es an allen Stellflächen. Besser geht es nicht. Hierfür gibt es die olympische Bestnote. Die Silotürme stören mich insofern nicht, da sie den Lärm von der Autobahn abhalten. Naja, und den Sonnenuntergang gibt es gratis dazu. Heute Nacht war es kalt und die Sonne steht noch tief, als ich am nächsten Tag losfahre. Unbarmherzig geht es jetzt stur geradeaus bis zur portugiesischen Grenze, die ich kurze Zeit später in Fuentes de Onioro erreiche. Danach werde ich aufgefordert, die Autobahn zu verlassen. Das Nummernschild wird gescannt und die Kreditkarte eingelesen. Von jetzt ab werden die Autobahnbenutzungsgebühren automatisch abgebucht. Toll Collect auf Portugiesisch. Ja, und mein erstes Ziel in Portugal kennt ihr wahrscheinlich schon vom letzten Jahr. Es ist der Stellplatz Casa Azora bei Obidos, wo Werner Ison mir schon einen Platz reserviert hat. Hier bleibe ich jetzt erstmal ein paar Tage und wenn ihr wissen wollt, was wir in Portugal unternehmen, dann schaut gerne meinen nächsten Film.